Und dann bekommen wir die Antwort dazu. So. Säule mit der Inschrift Reisende Ritter. Also auch immer diese Säulen. Irgendwas war auch mit den Säulen. Hier oben ist jetzt was. Auch noch was. Hallo, 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 hallo. Hier ist noch eine Säule. Irgendein Gang. Säule, Höhle. Ist eine Höhle. Mhm. Und diese Höhle ist aber von einem Beschreiber. Eine kleine hundeähnliche Kreatur rennt beim Höhleneingang vorwärts und wächst. Sie windet voller Frustration. Als ihr euch nähert, wendet sie sich euch zu. Offenbar freut sie sich auf die Hilfe. Ich will das fünffache Mysterium des Schlafenden ergründen. Als sie Kröher den Namen des Schlafenden hört, kichert sie voller Begeisterung. Über ihrem Kopf bildet sich das Abbild des eines geflügelten Mannes, der neben der Kreatur geht und Stöckchen zuwirft. Das Bild ändert sich und zeigt fünf Fragezeichen an der Reihe. Das zweite Fragezeichen posiert blau leuchtend. Ihr kennt das zweite Mysterium, zeigt es mir. Bilder formen sich über dem Kopf der Kreatur. Er sieht Wolken, die sich plötzlich lichten und Sterne und einen Mond zeigen. Dann werden es wieder Wolken. Das zweite Bild zeigt einen Hügel, der deutlich größer ist als die anderen seiner Umgebung. Danke euch. Wir tätscheln die Kreatur. Und dann gehen wir. Denn ihr wisst jetzt ehrlich gesagt nichts mit dem Beschreiber hier anzufangen. Und dann gehe ich mal eben wieder hier runter. Und jetzt haben wir schon 2 von 5 Mysterien gelöst. So, mal eben ein bisschen ans Feuer. Dann dunkle Zweifel. Was hat das noch mit diesen Säulen auf sich gehabt? Das, Ja. Wir können ja mal den Seelenfänger fragen. Vielleicht weiß der ja was. Gehen wir mal hier hin. Das wäre auch noch eine Idee, wo ich gerade hier bin. Das, ich meine, der, ich glaube sogar, dass der was damit zu tun hat. Ups. Planetares Portal ist dicht hier. Hallo, Seelenfänger. Lang leben die Toten. Yep. Wie kann lang. Ich euch helfen? Jo, was weißt du über das fünffache Mysterium? Der Seelenfänger nickt langsam. Der Schlafende ist weise und alt. Er durchschritt die Tore von Kania, als sie erstmal geformt wurde. Das war vor lange meiner Erschaffung. Es ist schon so viele Zeitalter her, seitdem ich ihn zuletzt sah. Ich schätze, er ist immer noch dort. Er schläft und wartet. Stimmt das? Ja, so ist es. Auf dem Podest, wo er schläft, standen einst die Worte geschrieben. Sie wird euch bei den Toren Kanias finden. Aus diesem Grund wartet er auf sie. Ja, und wer ist sie? Das ist der Tod oder eine holde Maid? Wer kann das schon sagen? Die Worte sind die Antwort auf eine Frage, die er einst gestellt hat. Das ist alles, was ich weiß. Ja, und damit müssen wir gehen. Obwohl, ich könnte ihn fragen, was mit meinen Gefährten ist. Sie sind Todreisender. Wie ihr wisst, ist das allerdings nur ein vorübergehender Zustand. Die Geister der Toten können an viele Orten landen, so wie es ihr Wille bestimmt ist. Die äußeren Ebenen sind in viel vergrenzenlos. Wer kann schon sagen? Ja, okay. Ah, sehr schön. Wir können die jetzt wieder erholen. Und deswegen rufen wir erstmal Deacon. Deacon taucht plötzlich auf, erstaunlicherweise. Ja. Wir haben ihn und wir wollen auch Wählen zurückhaben. Sehr schön. Mir fällt sonst niemand ein. Bei mehr als 2 können wir nicht nehmen. Und damit haben wir unsere netten Leute wieder da. Und huhu, die alte Truppe ist wieder zusammen. Wir haben 3 von 5 Mysterien gelöst. 3 von 5. 3 von 5. Dann, ja, gehen wir erstmal wieder raus. Ich will mir die Höhle nochmal angucken. Beziehungsweise, jetzt gehen wir erstmal ins Feuer, damit wir hier nicht unseren Schaden bekommen. Und machen den Levelaufstieg als Waldläufer. Und, ja, ich möchte doch, wir haben ja sehr viel Geschicklichkeit, wir brauchen nicht noch einen mehr. Ich möchte mal Konstitution dann eben hochmachen, damit wir auch ein bisschen Leben drauf bekommen.
machen, wieder überreden ist schon höchst wert. Sagenkunde ist, ne, das nur mal ganz kurz. So viel braucht man nicht mehr. Einmal lauschen, heilen. Kann man sogar noch einen höher machen. Und ja, ich gehe noch auf Entdecken einmal, danke. Und wir dürfen noch einmal ein Talent wählen. Was wählen wir denn? Verstohlenheit? Nein. Verbesserte Weisheit? Verbesserte Stärke? Nein. Verbesserte Geschicklichkeit brauchen wir auch jetzt nicht unbedingt. Wir haben schon hohe Geschicklichkeit. Was ist denn schnelles Schießen? Das war, glaube ich, nur für... Talent bekommt eine Fernkampfwaffe außer Armbrust einen zusätzlichen Schuss pro Runde. Bei einem schnellen Schuss wird der zusätzliche Schuss mit dem höchsten Grundangriffsbonus Charakters gemacht, aber alle Angriffe in der Runde erfolgen mit einem Malus von minus 2. Nein. Da können wir lieber tatsächlich, bringt mir das alles endlich so viel. Da gebe ich lieber die epische Abhärtung, weil mehr Leben ist mehr Leben und wir nehmen wieder den Braunbär. Und damit gehe ich jetzt mir die Höhle angucken. Höhle. Ich will in diese Höhle. Halt, stopp. Ich speichere erstmal nicht, dass ich gleich tot gehe, weil ich da durch will. Magie, die sich in Form von Tentakeln vor euch windet. Tentakeln. Verspürt euch den Weg. Dahinter hört ihr das Weinen einer Frau. Ihre Stimme ist hohl und kalt und hallt von den eisigen Wänden ihrer selbst erwählten Gefängnisses wieder. Moment. Oh ja, ich weiß wieder, welche Frau dahinter wartet. Will ich unbedingt rein. Hört ihr das, Boss? Wie bahnen denn das holde Maid in Not? Verschwindet! Ich kann euch nicht helfen. Ich kann eure Anwesenheit nicht ertragen. Lasst mich in Frieden. Ich will da aber rein. Der Eisschreiber. So dass ihr beide ausgesperrt seid, ja? Ja, und die verlorene Anführerin. Ihr habt eine Höhle gefunden, in der sich jemand findet. So. Was ist denn mit euch los? Was? Achso, okay. Der will da rein, kann es aber nicht. Okay, sie ist in der Höhle. Was geschieht mit ihr? Ein neues Bild formt sich. Diesmal sinkt die vorne Gestalt der vorne das Eis unter ihr, als ob sie Teil der gestaltigen Eisansammlung geworden ist. Ah ja. Kann ich euch helfen? Die Kreatur zeigt das Bild manchmal verarmt. Sie will halt schreiben. Sie will diesen Namen der Geister da reinschmeißen. Dadurch werden sie an diese Ebene gebunden. Zu welchem Stein sein wird eine Kreatur? Ein Haufen Pferdemist, ein vierblättriges Pflanzenblatt, etwas, das wie ein paar senkrechter Striche aussieht und die abgezogene Haut einer Kuh oder eines ähnlichen Tiers. Wenn wir das mal eben notieren, das ist nämlich die Hinweise, wie wir das machen. Also wir haben Pferdemist, wir haben ein vierblättriges Kleeblatt, das ist ja Klee und dann zwei senkrechte Striche, zwei Striche und Leder oder Fell oder sowas. Eine Silbe eines längeren Wortes, mehr kann ich euch nicht sagen. Pferdemist. Okay, also scheiße. Also gut, dann mal los. Was haben wir? Wir haben hier Himmelsbärchen. Passt nicht. Eisener Ritter. Koordinaten. Dunkle Zweifel. Moment. Zwei. Und Fell sind zwei Fell. Ja, zwei. Ja. Und dunkle. Ach ja, dunkle. Mist. Oh, das ist ja einfach. Das ist noch einfach. Pferdemist ist dumm. Dann haben wir das Klee. Das sind dunkle. Und die zwei senkrechten Striche sind die zwei in dem Wort Zweifel. Und Fell ist halt Fell. Das ließ sich noch gut zusammenreimen. Bitte. So. Welches jetzt? Einen großen Teich, das notiere ich mir mal eben wieder. Ein Teich. Und
kommt ein kleines... Ist das Bett oder eine Barre? Oh, ein Fisch. Fisch mit einer dreieckigen Rückenflosse. Das ist ein Hai. Eine dreieckige Rückenflosse und einen Beutel, der nicht, aber offenbar nichts enthält. Also einen leeren Beutel. Also gut, dann gehen wir los. Was haben wir denn? Also See, Liege, Heider. Ja, okay. Das habe ich doch auf Anhieb den richtigen gewählt, weil... Heiler, da haben wir wieder, das dreieckige Floss ist ein Hai, also Hai von Heiler, der Beutel ist leer. Das zweite Wort hat mir das wieder gemacht. Auf Selige wäre ich jetzt vielleicht nicht unbedingt gekommen, weil ein großer Teich, ich wäre glaube ich jetzt nicht unbedingt auf See gekommen, aber der Heiler hat es rausgehauen. Wenn das so weitergeht, dann haben wir richtig schon mal Spaß. Von vier Bildern wieder. So, was haben wir denn da? Wir haben hier eine Schale mit länglichen weißen Körnern. Das dürfte Reis sein. Ein Stück Seil, das in einem Knoten ausläuft. Seil, Knoten, ja. Ein galoppierenden Reiter und einen großen Topf mit einer schwarzen, klebrigen Flüssigkeit. Das müsste Teer sein. Ein Reiter, ja. Was haben wir denn hier? Alternativ? Nein. Wir gehen erstmal ans Feuer. Komm, wo ist hier Feuer? Da ist Feuer. Bevor das hier weiter brennt. Aua, 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 aua. Das geht mir nämlich auf den Keks. So. Was haben wir denn hier? Koordinaten bringt uns nichts. Reisender. Oh, das ist schon Reis. Aber Seil und ein Knoten? Was ist das denn? Bleibt ja nur Ende. Ja gut, es läuft aus. Das macht Sinn. Und der Reiter... Achso, der steht nicht... Nicht der Reiter an sich ist gemeint, sondern der Ritt selbst. Ja, macht schon Sinn, weil die schwarze Flüssigkeit ist Teer. Dann bleibt ja von dem Ritter nur noch der Ritt übrig. Ja, ja, das ist schon... Ist nett gemacht. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. So. Schnüffelt am Fummelstein. Sie kichert und ist einfach, dass ihr sie zum richtigen Stein geführt hat. Das scheint der letzte zu sein. Schnüffelt am Fummelstein. Ja. Wir haben die Höhle anscheinend wieder geöffnet. Cool. So, zufrieden mit seiner Arbeit tritt der Eisschreiber zur Seite, als er das blassblaue Eis blickt. Da seht ihr die kürzlich eingravierten Namen Aribeth de Tyramande. Das ist die gefrorene Frau, oder? Die Freakul Kicher zustimmt. Jetzt, da ihre Aufgabe erfüllt ist, wirkt sie müse. Das wäre alles. Fühlt euch denn besser? Ja. Ja, es ist Aribeth. Und Aribeth können wir jetzt tatsächlich rekrutieren. Hooray. Obwohl ich nicht weiß, ob ich das möchte. Also ich möchte schon Aribeth einmal mich mit ihr unterhalten, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich sie mitnehmen will. Ich fand sie im Hauptteil schon nicht so toll und... Gut, ich kann sie, wir können sie jetzt entweder wieder als Paladin einstellen, so blah, oder warum habe ich die Bildungsbeine aber gekauft, wenn wir so viele hier finden? Oder ich kann sie zum finsteren Streiter überreden. Aber ich finde Deacon und Wählen eigentlich schon ganz geil. Seid ihr sicher, dass ihr in die richtige Richtung geht? Waren wir hier nicht schon? Ja, so, jetzt machen wir hier ein Lagerfeuer an. So, ein Feuer mit Feuerstein und Zunder und es geht sofort aus. Mittelgroßes Feuer, ein kleines Feuer oder wir nehmen mal drei, um ein großes Feuer zu entfachen. So, damit kriegen wir nämlich auch Aribeth nämlich wieder freigeschmolzen.
Aribeth de Dulmarande. Eis schmilzt wie Tränen von ihrem Gesicht und ihr Haar hängt klatschnatsch an ihr herunter. Ihr erkennt, dass sie eine Schönheit ist. Verwirrt, verängstigt und voller Trotz greift sie an. Ja, sie greift an und das macht sie aber nur einmal und danach nicht mehr. Denn wir haben sie schnell besiegt. Mal wieder. Gut, im Hauptteil war es jemand anders. Warum hast du das getan, du? Sag mal. Das ist ein Quicksave, das ist der Autosave. Torhaus. Oh nein. Warum hast du sie? Egal. Ich hätte sie eh nicht mitgenommen. Wäre sehr schön gewesen, sich nochmal mit ihr zu unterhalten. Das können wir jetzt vergessen, weil Wählen die dumme Potsau unbedingt meinte, Aribeth töten zu müssen. Egal. Jetzt ist sie halt da. Es war halt aber schön zu sehen, was sie da war. Das ärgert mich gerade so ein bisschen. Das ärgert mich sehr. Ich wollte mich eigentlich mit ihr unterhalten. Aber nein, ich lade jetzt nicht und laufe nochmal die ganzen Säulen wieder ab. Nur für ein kurzes Gespräch. Und tschüss, Seele. Jetzt gehen wir hier nochmal rein. Und wollen, hier das, wie man nach den Mysterien fragen. Schlampickelige, querfurzende Engelsknutscher. Schlafender hier, schlafender da. Ihr Pilger quasselt mir nur noch Magengeschwür an. Er ist ein Planetar, verstanden? Ein Engel in den Tiefen der Hölle. Also lasst es jetzt gut sein. Lebt wohl. So. Damit dürften wir doch. Eins verloren, doch nun wiedergefunden. Einst aggressiv. Doch nun beruhigt. So unterwirft sich Aribeth Dulmarande, die verlorene Anführerin der Geister der Toten, eurem Willen. Doch es scheint, sie hat ihren Lebenswillen verloren. Selbst für die jämmerliche Existenz als Geist reicht er nicht mehr aus. Damit ihr sie nicht ganz umsonst den Klauen des Eisingers entrissen habt, solltet ihr mit ihr reden und ihr klar machen. Ach, verdammt. Nee, ja, gut, nee, dann muss ich nochmal laden. Ich lade nochmal den Autosave dann. Dann muss ich nochmal. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich hier bin. Was sagt denn hier die. Ach nee, dann doch nicht. Okay. Ich dachte, das wäre beim zweiten Mal, aber. Nee, denn hier. So, Mist. Können wir die Quest nicht abschließen? Aber dann. Gut, dann können wir das nicht. Dann schließen wir die Quest nicht ab. Dann bleibt sie halt ewiglich in unserer. In unserem Questbuch hier, in unserem Tagebuch drinne. Na gut, ich hätte mir das vorher überlegen sollen. Ich konnte ja auch nicht ahnen, dass Wählen nochmal angreift. Obwohl sie schon wieder freundlich gestimmt war. Das war doof. Also hier nochmal wieder rein. Da haben wir den Weg umsonst. Nochmal sind wir den nochmal umsonst gegangen. So. Und jetzt erzähl mir mal das fünffache Mysterium. Warum flucht ihr immer so elendig? Lebt wohl. Verlassen. Hast du jetzt das Mysterium gezählt? Das dritte Mysterium, das vierte Mysterium. Warum ging er fort und wen suchte er? Okay. Das heißt, uns fehlen jetzt noch, warum ging er fort und wen suchte er? Warum ging er fort und wen suchte er? Ja, wir können ja mal hier nochmal so ein bisschen in Kania rumfragen. Vielleicht weiß ja einer von den Leuten, die hier so rumstehen. Ah, und der Spieler in der Schenke, der könnte ja auch noch was wissen. Das ist ein Reservoir, den will ich jetzt nicht fragen. Das Monster
Dicken fressen und ihr Dicken wieder auferstehen. Würde sich die Kinder daran erinnern? Ich weiß es nicht.